Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das Event Adamante Zeit. Dieses Event startet am 11. Dezember um 10 Uhr Ortszeit und geht bis 15. Dezember 20 Uhr Ortszeit. Ja, wieder ein Event, das nicht übers Wochenende geht. Aber das liegt wahrscheinlich an dem C-Day. Falls ihr mich grundsätzlich auf YouTube unterstützen möchtet, lasst bitte ein Like für dieses Video da. In der Wildnis erscheinen in diesem Event häufiger Bisasam, Glumanda, Shigi, Vulpix, Mirapla, Punita, Krabi, Voltoball, Smogon, Rihorn, Goldini und Dratini. Dratini ist aber selten und besonders häufig soll Vulpix, Punita, Krabi und Voltoball auftauchen. Auch die Raid-Bosse werden sich ändern. In den 1er-Raids findet ihr Sterndu, Ammonitas, Kabuto und in den 3er-Raids Chanera, Sichlor und Relaxo. Was wäre ein Kanto-Event ohne Ditto? Natürlich wird auch Ditto auftauchen. Und zwar können sich Ditto nur von Mirapla, Smogon, Rihorn, Goldini verwandeln. Mit ganz viel Glück kann das Ditto natürlich auch Shiny sein. In diesem Event gibt es natürlich auch wieder Showcases. Leider wird aber nicht gesagt, ob es nur ein Showcase gibt oder ob es mehrere sind. Aber es gibt die Pokémon Krabi, Vulpix, Punita, Voltoball oder Ditto. Viel zu viele unterschiedliche Pokémon, finde ich. Das heißt, sitzt man einmal drin, kommt man vielleicht nicht wieder raus, außer man findet genau denselben Showcases nochmal. Es wäre echt schön, wenn Niantic hier was ändern würde, dass man aus dem Showcase rausgehen kann, ohne das Pokémon durch einen anderen Showcase zu ersetzen. An den Pokéstops gibt es eventexklusive Feldforschungen mit sehr vielen unterschiedlichen Pokémon. Es werden wohl nur 5 Aufgaben sein. Die Details zeige ich euch dann im Anschluss. Dieses Event bietet uns eine ganze Menge. Der Bonus ist erstmal 3-fache Erfahrungspunkte fürs Fangen. Schon mal nicht schlecht. Außerdem gibt es eine befristete Forschung für das jeweilige Level, das ihr bisher erreicht habt. Das heißt, wenn ihr schon Level 50 oder Level 40 seid, bekommt ihr einfach 4 befristete Forschungen, die dann schon fertig sind. Ihr müsst dann nichts mehr machen. Wenn ihr noch nicht Level 40 seid, müsst ihr halt noch Level 40 erreichen, dann bekommt ihr dann auch die 4. Belohnung. Die Details zeige ich euch dann im Anschluss. Außerdem gibt es noch eine befristete Forschung, bei der bekommt ihr Erfahrungspunkte, Sternstaub und Hyperbälle. Und da sollt ihr Freunde adden. Dann gibt es noch eine Spezialforschung, die dreht sich um die Hisui-Region. Hier hat Niantic natürlich wieder eine Bremse reingehauen von 7 Tagen. Also kann ich euch nicht alle Details zeigen, aber zumindest die ersten 2 Seiten. Kommen wir nun zu dem anderen Bonus, den Niantic ja als Spezial, als garantierten Glückstausch betitelt. Und zwar geht es darum, dass die Anzahl der Pokémon von 15 auf 25 geändert wird. Diese Änderung ist endgültig und die Pokémon, die seit 2018 gefangen worden sind, können hier einen garantierten Glückstausch verursachen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, für Alteingesessene wie uns kann man mit diesem Bonus nichts anfangen. Wir haben schon so viel getauscht, wir haben schon deutlich mehr Glücks-Pokémon im Beutel als diese tolle Anzahl 25. Es wäre echt super, wenn Niantic sagen würde, wenn ihr noch keine 15 garantierte Tauschaktionen durchgeführt habt, dass ihr dann diese auch nutzen könnt. Aber nö, ihr müsst einen Account finden, der, soweit ich weiß, weniger als 25 Glückstauschaktionen hinter sich hat. Nirgendwo wird dieser Zähler angezeigt. Dementsprechend probieren geht über Studieren und damit einfach mal alte Pokémon zu tauschen. Naja, ja, der Bonus ist wirklich nichts für Alteingesessene, sondern eher für Inaktive. An den Pokestops gibt es eventexklusive Feldforschungen. Hier jetzt mal ganz genau die Aufgaben, die es denn so gibt. Es gibt wohl 5 unterschiedliche. Fange 3 Pokémon für die Starter, fange 5 Pokémon für Abra, Macholo, Kleinstein und Nebulak. Das sind genau zum Beispiel C-Day-Pokémon, die es mal in der Vergangenheit gab. Fange 10 Pokémon für die, die es eigentlich häufiger in der Wildnis gibt, wie Vulpix, Punita, Krabi und Voltoball. Laufe 2 Kilometer für Vulpix oder Punita. Tausche ein Pokémon für Krabi oder Voltoball. Für die Level-Up-Herausforderungen gibt es 2 unterschiedliche
befristete Forschungen. Die eine hat 3 Seiten, da fängt es dann bei Level 10 an, dann Level 20, dann Level 30. Hier als Premium-Item gibt es Rauch und ein Premium-Pass. Und wenn ihr schon Level 40 seid, dann bekommt ihr 5 Premium-Pässe und 50 Hyperbälle. Wow, da hat Niantic ja mal richtig tief in die Tasche gegriffen. Die nächste befristete Forschung oder auch Herausforderung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man jetzt hier wirklich einen Punkt auf der Herausforderungsmedaille bekommt, aber hier sollt ihr 3 Freunde insgesamt adden und dafür bekommt ihr jede Menge Erfahrungspunkte. Ihr könnt auch einen alten Freund löschen und den sofort wieder hinzufügen, das funktioniert auch. Die Spezialforschung für diese Jahreszeit kann man natürlich nur bis 1. März 2024, 10 Uhr Ortszeit erhalten. Wer sich also ab jetzt bis dahin nicht einloggt, bekommt diese Spezialforschung nicht. Diese Spezialforschung ist 14 Seiten lang. Wow! Aber nur die ersten 2 Seiten sind bekannt. Liegt einfach daran, dass auf der zweiten Seite ein richtig blöder 7-Tage-Stopper drin ist. Man muss nämlich an 7 unterschiedlichen Tagen, also anscheinend nicht in Reihe, also man kann auch mal einen Tag auslassen, aber man muss an diesen 7 Tagen 3 unterschiedliche Aufgaben erfüllen, und zwar fange ein Pokémon, verdiene ein Herz mit eurem Kumpel und besuche einen Pokestop. Ja, und danach geht es erst weiter mit den anderen Seiten. Bin gespannt auf den anderen Seiten, ob das dann noch so weiter fortgeführt wird, dass immer mal wieder ein paar Tage Zeit gelassen wird. Zu guter Letzt noch die Angebote, die Niantic hier in diese Ankündigung mit reingeklatscht hat, und zwar die Hyperaufbewahrungsbox für 6 Euro. Da habt ihr eine Pokémon-Aufbewahrung, einen Itembeutel, einen Premium-Pass und einen Fernraid-Pass. Naja, ich finde, also pro Item hier 1,50 Euro, ja gut, wenn man das so umrechnet, dann ist der Premium-Pass auf jeden Fall schon mal zu teuer. Der Fernraid-Pass günstiger und die Aufbewahrungen günstiger. Wenn ihr euch aber die Aufbewahrung einzeln kauft, spart ihr 2 Euro, also könnte man genauso gut die Dinger auch einzeln kaufen. Außerdem wird es eine Boost-Box geben, sowohl im In-Game-Store als auch auf dem Web-Store. Im Web-Store wird sie wahrscheinlich dann 10,99 Euro kosten, 30 Glückseier, 10 Rauch, 2 Lokmodule und 2 Knuspesäuren da drin sein. Und im In-Game-Shop wird diese Box dann 1499 Pokémünzen kosten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!